Das. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann habe ich keine Ahnung. Dann nicht. Gut, also hier können wir mal auf 70 gehen. Wir saven das Ganze mal. Und schauen uns den Spaß jetzt mal explizit an. Das nicht funktioniert. Hast du dir das Bein gebrochen? Wie? How? Gut, ich habe jetzt das Staging gar nicht kontrolliert. Das müsste passen. 1 Minute 78 Meter die Sekunde sind die. Ja. Okay, also Jebby, dann tun wir es einfach. Schön, dass die sich so nicht Schub regulieren lassen, ne? Ja, mit 80% habe ich mich gar nicht mal so hart verschätzt. Ist natürlich toll, wenn man die Feststofftanks direkt neben seinem Kopf hat, ne? Oder? Ja, geil, da hätte ich ja voll keinen Bock drauf. Gruselig. Zum Glück habe ich das gebaut. Die Feststopp-Boobstar. So, den Schub nehmen wir mal dahin. Jetzt haben wir noch gar nichts verbraucht. Das ist irgendwie geil. Und sind eigentlich schon verdammt schnell. Viel zu schnell. Okay. Gut. Die sprengen wir gleich weg. Weil gleich leer. 5, 4, 3, 2, 1. Und eigentlich Turnity Turn. Boom, jawoll. Turnity Turnity, fuck it. Kontrollverlust. Aber gut, war klar, war zu erwarten. So, fliegen wir erstmal in die Richtung weiter. Hör auf, dich zu drehen. Wow. Oh, Scheißdreck. Ah! Okay, kompletter Kontrollverlust. Uff. Oh mein Gott, das klingt fies. Okay, Moment, ich muss das hier gerade mal wieder in den Griff bekommen. Sorry, einen Moment. Wo ist er? Da, 90. Da wollen wir hin. So. Sop, 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 sop und ab. Ab. Ja, wir fallen aktuell, aber das haben wir wahrscheinlich gleich nicht mehr. Hier ist halt echt das Problem, dass uns die verdammte Luft uns das Leben echt fucking schwer macht gerade. Wie soll ich da denn gegenhalten? Ich halt voll dagegen, es passiert nichts, ne? Okay, okay, sop, sop. Boah, leck, ey. Ja, das ist die Aerodynamik. Das funktioniert nicht. Mit dieser Aerodynamik funktioniert's nicht. Fahrzeugbau. Wir brauchen Aerodynamik. Boah, 16 Schrauben ist so viel. Ist ja Wahnsinn. Aerodynamik brauchen wir hier auf jeden. Wo ist good old Aerodynamik? Einfache Flosse. Oh, Winglet. Ja, Mann. Winglol. Winglet ist immer gut. Jetzt nur die Frage, ob ich das so starten kann. Hallo, Orbiter. Thanks, safe und... Ja, okay, cool. Okay. Ja gut, ich bin auch kein Pro mehr, wie man sieht. Ich habe jetzt hier die neueste Version eigentlich und da bin ich jetzt gerade auch nicht so der Bringer. Aber man lernt langsam wieder dazu. So, jetzt haben wir die Winglets. Das bedeutet, das stabilisiert uns hoffentlich. Jebby sagt ja, also let's do this. Jetzt bin ich mal gespannt, ob uns das wirklich stabilisiert. Aber die arbeiten aktiv dagegen, also sollten sie das eigentlich. Naja, wir gehen hier schon mal auf ein Drittel, zwei Drittel, schub, schub. Und dann gucken wir mal. Hier kann ich ja jetzt sowieso nichts mehr ändern. Test durchführen. Auf welcher Höhe, auf welcher Geschwindigkeit muss ich den Test denn durchführen? 39 bis 40, so lange schleife ich die aber nicht mit mir mit, das könnt ihr vergessen. Das machen wir nochmal in einer gesonderten Mission. Danke für den Like. So, das sieht doch eigentlich schon mal gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist stabiler, auf jeden. Viel stabiler. Gehen wir gleich mal in Richtung Crafty Turn.
Diesmal muss ich in Orbit kommen, das kann doch nicht sein. Hey! Ich schäme mich da nie, ist mir gerade egal. Oh mein Gott, wir verlieren aber auch an Höhe, ne? Das Triebwerk ist sowas von viel schwächer. Aber, oh Gott, Alter. So, ja, so, bleib. Ja, okay. Wir sind jetzt hier, ja, es geht auf jeden Fall besser. Obviously. Ging das besser? Ja. Sieht doch erstmal gut aus. Erstmal. Und dann gehen wir natürlich immer einen Ticken weiter. Weil wir es können. Ja, aller Anfang ist schwer. Aller Anfang ist schwer. Da stumpft man definitiv ab. Nein, ich bin immer noch traurig, wenn jemand drauf geht wegen meiner Unfähigkeit. Und das passiert doch relativ häufig, wa? So, jetzt nehmen wir ein bisschen Schub weg, weil wir beschleunigen definitiv immer noch. Jawohl. Looking good. Hier ist alles noch drin. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, eigentlich müssen wir sogar noch ein bisschen weiter nach oben erstmal. Wäre ich mal bei der 90 geblieben. Okay, nicht die Kontrolle verlieren, Jebby. Was tust du? Du Bub. Oh mein Gott, der Jebby, ohne Scheiß. I'm a little bit scared. Aber wir haben hier gerade nicht genug Schub. Wir sinken zu hart. Ich muss weiter da hoch. Es tut mir sorry. So. Nicht die Kontrolle verlieren, Jebby. Okay, hier geht noch eine Minute auf jeden Fall. Alter. Okay. Da muss noch mehr Schub raus, glaube ich. 47, 48. Kriege ich die 70 wenigstens mit dieser Stage noch hin? Weil wenn ja, dann... Lololol. Ja, das klappt. Also ich gehe auf 80. Ich versuche es auf 80 zu bringen. Okay, wir sind auf jeden Fall da schon mal draußen. Über 80. Okay, jetzt fallen wir nämlich sowieso automatisch. Das ist genau das, was ich mir nämlich schon gedacht habe. Aber es sind nur Zentimeter. Nein, sind es nicht. Das war gelogen, aber... So. Alles klar. Ja, das geht. Diesmal haben wir es drauf. Diesmal kommen wir in den Orbit. Sus. Warum ist denn hier alles rot? Glüht das, weil das so brennt, ja? Okay, nice. Und wir sind draußen. Und jetzt burnen wir uns schön fett in den Orbit hier. Fett! Ah, dieser Grafikmod ist einfach nur awesome. So. Und gone. Komm, diesmal muss es klappen hier. Diesmal muss es klappen und wir brauchen auch noch genug, um wieder zurückzukommen. Auch das muss klappen. Okay, 100. Ja, Orbit incoming. Weh, das war ein übler Orbit, aber wir sind im Orbit. Das ist doch schon mal schön. Okay, Auftragsparameter erfüllt. Umkreise Körbin abgeschlossen. Umlaufbahn eingetreten. Wow! Mal ein bisschen Support für einen echt geilen Streamer. Danke, ist das deine Stimme? Nein, Quatsch. Vielen lieben Dank, Mottus. Das freut mich sehr. Auch wenn du dein Bein gebrochen hast. Vielen Dank für deine Spende. Okay, jetzt lass mich gerade mal hier checken. Den Decoupler TD12. Ist der das? Der Hitzeschild, der Decoupler? TD12, jawoll! Aber bei 240.000 erst. Die kriegen wir sogar. Und das funzt nicht. Umlaufbahn. Bums. Bums haben wir nicht dabei. Okay. Gut. Aber unabhängig davon können wir jetzt hier wahrscheinlich Millionen von Science abgreifen. Nein, können wir nicht.
Aber was wir machen können, das ist definitiv EVA. Oh, ob der da schon Sinn macht? Nee. Wir müssen in High Space, ja. Borde mal wieder. Wir müssen auf jeden Fall so weit raus, dass wir diese Mission machen können. 240.000, okay. Super. Ist jetzt kein schöner Orbit, aber es ist ein Orbit. 240.000. Jetzt kommen wir auf die helle Seite. Endlich. 100, 210, 220, 30, 40. Da ist es. Aber ich will jetzt eigentlich nicht entkoppeln. Nur sollten wir später, wenn wir wieder eintreten, hier entkoppeln, ja. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, ist hier ein EVA, weil das bringt's definitiv, ha? Jawohl, 8-1. Borden. Crew Report. 0 Science, okay. Aber hier so, Mystery Goo. Null Science. Scheiße. Ja, ist ja irgendwie nicht so cool, ne? Was ist denn unser höchster Punkt? 84. Druckdaten. Space High, okay. Nö, bringt alles nix. Ja, das freut mich natürlich. Tatsächlich sehr cool. Danke dafür. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass unser Wiedereintritt nicht so gefährdet ist. Ah, Mist. Also, ja gut, wir können jetzt nur noch den Decoupler testen. Und das sollten wir dann auch tun. Ich brenne gerade mal wieder so, dass wir wieder eintreten. Saz, wo ist denn unser Scheiße? Wo ist Retrograde? Das ist Prograde, okay. Wir müssen auf Retrograde. Und das, bevor wir fallen auf... Wo sind wir denn? Scheiße. Wo sind wir? 258, okay. Retro. So, jetzt können wir wieder Eintritt, ne? Ja, wieder Eintritt ist gegeben. Jetzt müssen wir nur den Decoupler rechtzeitig testen. $250.000, okay. Und dann landen wir jetzt vielleicht sogar endlich mal im Licht, ne? Ja, super. Sogar fast beim KSC. Das wäre natürlich richtig fett. Achso, wir sind nicht mehr in der Umlaufbahn. Stupid. Oh, das ist doch sowas von fies. Schaffen wir es noch? Jetzt nochmal. Eine Umlaufbahn hinzubekommen. So, Umlaufbahn. Und jetzt haben wir die 240. Steigen wir auch noch. Ja, nee, es kann ja gar nicht gehen. Weil wenn ich das jetzt decouple, ja, sau dumm. Nee, das kann nicht gehen. Okay, wir landen. Das geht gar nicht anders. Aber das wird jetzt dann alles easy going, ja. So, jetzt will ich trotzdem mal gerne wissen. Da ist es KSC. Nee, das KSC ist im Dunkeln. Okay, das schaffen wir auf keinen Fall. Mal gucken. Eigentlich könnten wir hier direkt landen. Hm? Gucken, wie weit wir das runterbrennen können. Breaky break. Steil wieder eintreten. Ja, das sollte man natürlich tunlichst nicht tun. Vor allem, da ich jetzt nur noch einen Schirm habe. Aber ich versuche jetzt einfach mal hier. Das ist relativ steil. So, treten wir jetzt erstmal wieder ein. Paldaron, hallo. Ich denke noch so circa eine Stunde. Wir fallen. Das würde bedeuten, wir decoupeln auf jeden. Bye. So. Und runter da. Jo, jetzt landen wir irgendwo, wow, irgendwo relativ special, ja, 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 okay. So, das ist jetzt ein relativ steiler Eintrittswinkel, den haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Schauen wir mal. What happens und so. Schauen wir mal, what happens. Ja, also du solltest natürlich eine gesunde Mischung, also das hier ist gar nicht so steil. Das ist eigentlich ein guter Eintrittswinkel, ja. Allerdings muss ich jetzt natürlich hoffen, dass es uns so stark abbremst, dass ich diesen einen Schirm, dass es funktioniert. Ja.